Herzlich willkommen im Kanton Basel-Landschaft. Hallo, mein Name ist Eric Lapper. Ich arbeite im Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz bei der Sicherheitsdirektion vom Kanton Basel-Land. Ich bin im ersten Lehrjahr bei einer kaufmännischen Lehre und erkläre euch jetzt, wie so die Lehre beim Kanton Basel-Land abläuft. Insgesamt haben wir beim Kanton Basel-Land 5 Direktionen. Innerhalb von diesen Direktionen hat es natürlich auch einzelne Abteilungen. Innerhalb von denen wechseln die Lernenden immer wieder oder rotieren, damit es eine abwechslungsreiche Lehre gibt. Als Lehrling beim Kanton Basel-Landschaft hat man einige Vorteile. Man hat Lehrlingssitzungen, Lehrlingslager, UKAS und Schule zusammen. Und jetzt zeigen wir euch ein paar Einblicke in unser Berufsleben und hoffen, wir können eures Interesse erwecken. Kommt mit! Ich bin der Riad, bin im zweiten Lehrjahr und arbeite im Passbüro. Wenn du gerne Kontakt mit Kunden hast, dann ist das genau das Richtige für dich. Bevor wir mit der biometrischen Datenerfassung anfangen, kontrollieren wir zuerst Personaldaten. Anschließend können wir dann schon mit dem Pass von dir anfangen. Wenn das dann in Ordnung ist, kann man die Fingerabdrücke erfassen. Im Passbüro hast du ein tolles Team, somit macht die Arbeit umso mehr Spass und so komme ich auch sehr gerne arbeiten. So Ivan, jetzt geht's zu dir. Danke Riad. Mein Name ist Ivan, ich bin im dritten Lehrjahr und ich arbeite im Museum Basel-Land. Hier siehst du, wie ich eine Führungsanfrage bearbeite. Hauptsächlich arbeite ich am Schalter und dort Kunden betreuen und verkaufe auch die Artikel im Museumshop. Ich finde es cool, in so einem kulturellen Treffpunkt zu arbeiten. Jetzt gebe ich an dich gerne weiter, Livia. Alles klar, Ivan. Hallo, ich bin Livia, ich bin im ersten Lehrjahr und arbeite beim Betreibungsamt in Liestal. Ich bin jeweils einen halben Tag am Schalter in der Woche und den Rest im Büro. Hier siehst du, wie ich einen Betreibungsregisterauszug ausstelle. Wir haben viel Einblick in persönliche Daten und darum ist der Datenschutz und das Amtsgeheimnis sehr wichtig bei uns. Alinda, ich übergebe dir. Okay, danke Livia. Hallo, mein Name ist Arlinda und ich bin im zweiten Lehrjahr. Meine Ausbildung mache ich bei der Motorfahrzeugkontrolle in Basel-Land. In der Ausbildung bekommst du einen Einblick in alle Bereiche der Motorfahrzeugkontrolle. Momentan befinde ich mich in der Fahrzeugzulassung. Hier erfährst du alles über das Ausstellen von Fahrzeugausweisen und das Herausgeben von Kontrollschildern. So, und jetzt zu euch, Lara und Ali. Danke, Alinda. Hallo zusammen, ich bin Lara, ich bin im ersten Lehrjahr und ich arbeite im KBZ. Ich unterstütze meine Berufsbildner bei den Bewerbungsgesprächen, bei der Schnupperlehre und bei den Lehrvertragsstellen. Ciao zusammen, ich bin Ali, bin jetzt im zweiten Lehrjahr im DLZ. Das haltende Dokument von der Lara bearbeite ich jetzt bearbeiten, im System erfassen und an die verantwortliche Personen zusenden. Und zum Schluss kommst du noch Schellen. Super, danke Ali. Mein Name ist Schellen, ich bin im ersten Lehrjahr und arbeite beim Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Beim Arbeitsinspektorat bearbeite ich Baugesuche und Bewilligungen. Wichtig ist, dass man sorgfältig schafft, damit die Daten richtig bearbeitet werden können. Auf jeden Fall ist man nie allein, man hat immer Hilfe von den Berufsbildnern oder vom ganzen Team. Die Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung ist sehr vielseitig und lebensnah, weil man lernt ganz viele Sachen, um sein ganzes Leben brauchen kann. Wenn auch du Interesse am öffentlichen Leben hast und dir vorstellen könntest, in so einer Abteilung zu arbeiten, dann bewirb dich doch jetzt unter www.baselland.ch. Wir freuen uns auf dich!